Was geht ab? Meine lieben Freunde, es hat ein bisschen gedauert. Aber wir sind wieder back mit Krass-Klassenfahrt. Es gab ja den kurzen Zwischenfall, dass alle meine Krass-Klassenfahrt-Videos gesperrt worden sind. Deswegen gab es letzte Woche nichts, weil alles gesperrt war für 2-3 Tage irgendwie wegen diesem Studio 71-Ding. War ein bisschen kacke. Ich habe es dann geklärt mit Ju und mit Jonas und blablabla. Alles easy, alles safe. War halt ein großes Problem von Studio 71. Aber wir haben jetzt endlich den Song, Leute. Wir haben den Song von unserem kleinen Hoppelhäschen, Jojo. Ich bin wirklich gespannt. Ich bin wirklich gespannt, Leute. Der ist jetzt einen Monat schon draußen. Hoppelhopp, Jojo. Produziert bei Abija. Kenne ich nicht, den Beat-Producer, glaube ich. Aber, wobei der hat die anderen Sachen auch schon produziert. Wir können uns erinnern an Lass dich fallen. War ein absolut starker Song. Lass dich fallen von Fly. Ich packe euch meine Reaction mal oben ins i. Ein absolut starker Song. Den habe ich mir tatsächlich auch ab und zu so angehört, weil ich den wirklich, wirklich stark fand. Und Keanu ja auch einfach... Was ist hier los? Hallo? Mit den Dings. Egal. Und Keanu ja auch einfach ein sehr talentierter Rapper ist. Bin ich jetzt gespannt auf Hoppelhopp von Jojo. Weil Jojo und auch Jonas beide nicht wirklich so die talentiertesten Musiker sind. Glaube ich, Leute. Wir hören rein. Ich bin sehr gespannt. Oh nein. Oh nein. Ja, wir hoppeln durch die ganze Nacht. Gläschen hier, Gläschen da, dann ein ganzes Fass. Es gibt keine, okay, die Mr. Grumble Party macht. Und man hört uns in der ganzen Nachbarschaft. Wir fahren nach Malle, Ibiza, alle Mann zusammen. Wir baggern und springen, wollen rammeln, rammeln, rammeln. Ist halt so ein klassischer Malle-Sauftrack einfach. Lol, Alter, okay. Nach Kala, Radiala, alle Mann zusammen. Wir genießen hier die Sonne, die Sonne, die Sonne. Also für das Video muss ich jetzt ein Like geben schon, aber für das Video, also wegen Jojo. Machen es zu zweit, keiner hoppelt hier allein. Der Abend wird heut Bombe, wird Bombe, so Bombe. Verschwenden keine Zeit, hau uns lieber noch ein rein. Der Beat ist gut. Der Beat ist wirklich gut. Oh, Mr. Grumble, hoppel, hoppel, hopp. Oh, Mr. Grumble, hoppel, hoppel, hopp. Es ist irgendwie gut. Oh, Mr. Grumble, hoppel, hoppel, hopp. Wenn ich Häschen hoppeln höre, zeig ich meine Möhre. Jojo? Ist alles gut bei dir, Jojo? Ich glaube, der hat auch ein bisschen was von Julians neuer Erfindung geschlürft, ja. Wenn ich Häschen hoppeln höre, zeig ich meine Möhre. Also jeder, wie er will. Egal wie viel Uhr, es ist Party-Time. Steck mein Näschen tief in das Gläschen rein. Mr. Grumble, okay, hat gesagt, lass uns Freunde sein. Ohne Häschen geh ich heute Nacht nicht heim. Wir fahren nach Hause. Irgendwie hat der Song was, der ist so catchy, der bleibt im Kopf. Irgendwie finde ich ihn nicht so schlecht, muss ich leider gestehen, Leute. Leider. Alle Mann zusammen, wir baggern und springen. Wollen rammeln, rammeln, rammeln. Nach Kala, Radiala. Alle Mann zusammen. Wir genießen hier die Sonne, die Sonne, die Sonne. Machen es zu zweit, keiner hoppelt hier allein. Es ist wirklich so ein guter Party-Sauftrack, irgendwie, muss man sagen, da bleibt im Kopf. Ist so ein typischer Malle-Track. Typischer Malle-Track. Bombe, so Bombe. Verschwenden keine Zeit, hauen uns lieber noch ein rein. Oh, Mr. Bumble. Hoppel, hoppel, hopp. Es ist gar nicht schlecht irgendwie. Hoppel, hoppel, hopp. Oh, Mr. Grumble. Hoppel, hoppel, hopp. Oh, Mr. Grumble. Hoppel, hoppel, hopp. Wenn ich Häschen hoppeln höre, zeig ich meine Möhre. Okay, was hat er jetzt gesagt? Wenn ich Häschen hoppeln höre, zeig ich meine Möhre. Ich finde auch cool, dass Fly mit dabei ist. Noch ein Shot in den Kopf. Hoppel, 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 hopp. Noch ein Shot in den Kopf. Hoppel, 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 hopp. Noch ein Shot in den Kopf. Hoppel, 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 hopp. Noch ein Shot in den Kopf. Oh, Mr. Grumble. Hoppel, hoppel, hopp. Oh, Mr. Grumble. Hoppel, hoppel, hopp.
Ey, oha, was ist das für ein Move? Hoppel, hoppel, hopp, wenn ich Häschen hoppeln höre. Alter. Zeig ich meine Möhre. Wenn ich Häschen hoppeln höre. Zeig ich meine Möhre. Ehrenmann. Das war's schon. Ey, das war's schon. Also, es war aber gar nicht schlecht irgendwie. Es war leider gar nicht schlecht. Es war leider gar nicht schlecht. Da war noch Nerf-Produktplatzierung drin. Aber fand ich war jetzt nicht nervig. War gut gelöst. Was soll ich sagen, Leute? Der Track ist besser als erwartet. Es ist halt so ein Party-Track, den man sich beim, ja, wie soll ich sagen, Freunde? Wenn alle eine kleine Capri-Sonne trinken. Und dann ein bisschen Spaß haben. Da kann man sich den Track schon anhören. Ja, es ist halt so ein typischer Muddle-Track irgendwie. Aber besser als ich dachte, muss ich sagen. Besser als ich dachte, auf jeden Fall. Und ich fand cool, dass Fly mit dabei war. Das Häschen, beziehungsweise der Hase und die beiden Häschen, haben auch eine sehr gute Performance abgegeben. Und ja, alles in allem besser als erwartet, ja. Es wird jetzt nicht der Track, den ich mir privat immer anhören werde. Leider nicht, Leute. Da muss ich euch leider enttäuschen. Aber ich kann von uns alle reden, denke ich, wenn wir sagen, dass es besser ist, als wir gedacht haben, oder? Schon irgendwie. Gut, Freunde, ich würde sagen, das war's an dieser Stelle von mir. Ihr habt jetzt noch einen wunderbaren Tag. Bleibt natürlich fresh, so wie immer. Wir werden bald, ich weiß noch nicht, ob morgen schon, aber ich kann mir gut vorstellen, direkt weitermachen mit Krass Klassenfahrt. Das war's von mir. Bleibt fresh, so wie immer natürlich und...